Philipp und ihr. Scheiße, ey, das war jetzt aber völlig schief gegangen. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind hier in Frankfurt am Start. Der laufende Reporter Holle 2614. Biodöner in aller Munde gerade. Danke an den Kollegen, den ich hier einblende. Es ist zu spontan, ich konnte ihn nicht ranholen. Schon seit anderthalb Jahren, seit der Eröffnung, bombt ihr mich zu. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt waren zwei Leute schon da, nämlich Randy Gamble und Bernd. Ich möchte an der Stelle einfach mal, ich denke, das sagt alles, zwei Szenen von jeweils den beiden Jungs einblenden zu diesem Döner. Es sind Sprüche gefallen, wie wenn man sich zwischen Pferd und ihm entscheiden müsste, wüsste man nicht, was man sagen soll. Ich blende mal was ein von den Jungs und Kuss geht auch raus an die beiden. Gerne folgen und supporten. Was ist das für ein Döner? Wer mir einen Döner zeigt, der besser schmeckt als dieser hier in Deutschland, kriegt von mir 300 Euro. Randy, Grüße gehen raus, nicht zu viel versprochen. Ihr habt den Titel gesehen, Undercover. Ich will euch erstmal den Laden zeigen und ein bisschen mit dem Besitzer schnacken, gucken, was dahinter steckt. Ich finde das immer schön und wichtig, um den Laden kennenzulernen, um warm zu werden. Und dann seht ihr den Undercover-Test. Da sind wir nochmal zu anderer Ort und Stunde da. Zeige ich euch im Nachhinein, zeige ich euch natürlich denn Aufnahmen dazu. Aber denkt jetzt nicht, ich gehe da rein und mache danach einen Undercover-Test. Da. Ich weiß, seit Jahren. Grüß dich, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja, gut, danke, danke. Dir auch? Freut mich, was eine Ehre. Ja, endlich bin ich da, Mann. Komm. Ich wollte nur einmal eine Sache sagen, das hat mir so das Herz zerrissen. Ne? Der Bernd, muss sagen, ob ich das überhaupt sagen darf, der hat mir Videos gezeigt. Du hast schon, keine Ahnung, 20 Videos aufgenommen, wo du mich hier haben wolltest. Seit Jahren, Bruder. Und nie abgeschickt, ne? Ja, seit Jahren. Ich hab mir gedacht, soll ich nicht schicken. Krass, ey. Geil. Und Bernd zeigt mir eine Aufnahme bis zur Silvesterholle. Ich hab hier meinen Döner am Geburtstag Start. Geburtstag, genauso kann ich dir gleich zeigen. Scheiße, ich mach alles das ja seit Jahren, Holle. Ja. Also ich folge dir auch seit Jahren. Ja. Brutal. Ich bin gespannt, geil, ey. Komm, wir gehen direkt rein, Mann. Geil. Moin, Jungs, grüß euch. Jo, sogar die Bundeswehr ist hier. Absolut. Stark, ey. Zur Stärkung hier nochmal eben Döner snacken, ja? So sieht's aus. Okay, ja, das sind die Jungs, die wir brauchen hier. Da ist das gute Stück hier. Ja? Dry-Age-Fleisch, so wie du es auf dem Video siehst. Drei Wochen gereift und, ja, Entrecot-Oberschale. Entrecot-Oberschale. Dry-Age, da kannst du ja kaum bezahlen. Also ich habe letztens reacted schon auf dein Video, das ist vielleicht schon draußen. Ich weiß selbst nicht, wie du das für 15 Euro machst, weil ich weiß, was die Umkosten sind, wie die Preise gestiegen sind, das ist schon krass. Ja. Aber du ziehst weiter durch. Ich zieh's durch, die Story, ey, wenn ich euch das erzähle, der hat schon hier gefühlt seit 10 Jahren den Laden, war mit der Qualität. 13 Jahre. Seit 13 Jahren. Seit 2011, rechts siehst du das Zertifikat, 2016 wollte ich aufmachen. Ja. Monster Energy. Monster Energy, ja, hat dich kaputt gemacht, ne? Ja, und dann... Da habe ich schon gesagt, Leute, und da auch für euch. Wisst ihr, ich fühle das ja, wenn Leute sich was aufgebaut haben. Auch Monster Energy ist nicht von jetzt auf gleich groß geworden. Aber lasst doch die kleinen Leute in Ruhe. Ich habe mir eine Reaction gemacht auf das Video, wo die das erzählt haben. Ich bin durchgedreht. Ich krieg da Hass. Schau mal hier, den Ort. Der heißt Holle. Das sind die Holle-Videos. Das sind die Holle-Videos. Holle, das Video geht an dich. 2024 Biodöner-Eröffnung. Ich erwarte von dir die 10 Punkte. Deutschlands beste Döner in biozertifizierter Qualität, mein Freund. Jetzt ist gerade Silvester. Das ist mein einziges Ziel für 2024. Die 10 Punkte zu erreichen, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Du hast auch lange nicht aufgemacht, weil du mit der Quali nicht zufrieden warst. Laden geholt, alles fertig und nicht aufgemacht, weil die Quali noch nicht gestimmt hat. Genau, guck mal, ich war in den letzten Jahren in der Biofachmesse in Nürnberg, in allen Fachmessen. Ich war deutschlandweit bei allen Biobauern. Um das zu finden, hat sehr viele Jahre gedauert, aber wir werden gleich ein Stück runterschneiden und dir zum Probieren geben, Bro. Okay, du kennst dich aus, du warst in Istanbul. Ja, ich war in jeder Produktion in Istanbul und habe überall gelernt. Wir haben hier Somunbrot, Sauerteigbrot. Stark, ey. Das knuspert, das knuspert. Demeter-Qualität, handgemacht. Macht ihr selber sogar? Wir machen das, wir backen das jeden Morgen in der Bio-Handwerksbäckerei. Ach so. Und dieses Brot habe ich in der Türkei gelernt. Scheiße, und das ist dein Spieß. Das ist das, wofür Spieß, du warst in der Türkei, du hast da selber das Handwerk gelernt. Richtig. Willst du mal probieren direkt? Oder? Ja, ich probiere direkt. Er sagt gerade selbst, die Oster ist in der Türkei, der hast du von Holle erzählt, richtig, ne? Richtig, von Holle. Und die denken sich, wer ist dieser Idiot, ne? Wer ist der Holle? Soll ich die Kamera übernehmen? Nee, ich nehme selber. Danke, danke. Das krieg ich hin. Böse Röstung, richtig durchdringend. Das bleibt im Mund. Sehr komplexer Geschmack. Der schwingt um, Röstung, Fleisch, dann wird Fleisch zum anderen Geschmack. Also das ist wild. Den nochmal für euch. Also wirklich, ich sag dir so, ich habe eben einen Moment gehabt beim Fleisch und das feiere ich, dafür bin ich durch Deutschland unterwegs, den habe ich noch nie gehabt. Weißer Pfeffer habe ich schon gehört, dass du den verwendest, dieser eine Fleischgeschmack eben mit dem Pfeffer kombiniert. Es war so, als wäre das der Fleischgeschmack, aber ich weiß, der Pfeffer hat noch reingekickt. Ganz, ganz böse, einzigartig, wirklich stark, ey. Geil. Demeter, Eisberg, unser Salat ist Demeter, das Brot ist Demeter. Demeter-Qualität sogar. Also ich sage euch jetzt schon mal, ich bin selber Food-Nerd, so privat und Demeter, also wenn es nach mir geht, gibt es nichts anderes im Kühlschrank. Ich
werde nach diesem Test auch noch mal undercover kommen. Muss ich. Das wird in dieses Video reingestellt. Weil egal, was jetzt passiert, zum Schluss zählt undercover. Und jetzt nehmen wir aber erstmal den hier. Und da kriegst du auch viel Glück. Du kennst die Videos, ne? Geil. Und jetzt geht's hier los. Das ist der perfekte Moment, ey. Boah, der wackelt wie Wackelpudding. Sehr geil. Der wiegt auch das Fleisch, ne? Das ist immer die gleiche Menge, ne? Okay. Die Waage ist gerade ausgefallen, das muss man dazu sagen, deshalb müssen die gerade per Auge machen. So, bis gleich, komm gleich reinschalten, ne? Also der Randy hat auf jeden Fall ganz klar gesagt, das ist der beste Döner Deutschlands und ich werde mich jetzt davon selber überzeugen. Dieses Salz mit den Zwiebeln und den Tomaten, so wie ich es jetzt im Mund genommen habe. Ich hatte nur was auf den Händen reingenommen. Die Quali, wirklich, ich schwöre euch, einzigartige Quali vom Gemüse alleine schon. Todes, fluffiges Brot. Eins, das habe ich beim Fleischprobieren eben schon gemerkt. Ich bin keiner, der das isst und weil er daneben steht, jetzt sagt, wow, wow. Nein, sonst halte ich meine Fresse. Dieser weiße Pfeffer ist Game Changer. Er hat relativ viel weißen Pfeffer, aber er schafft eine Sache, die ist krass. Wenn du es jetzt nicht wüsstest, so, und du isst dieses Fleisch, der Pfeffer wird zu Fleisch quasi. Wisst ihr, was ich meine? Du checkst nicht richtig, dass es Pfeffer ist. Dieses Fleisch nimmt einfach einen krassen anderen Charakter an. Und es passt so geil, es passt so heftig. Ich glaube, ich habe das lange nicht mehr erzählt. Mein Vater hat mir früher mal Schwarzbrot mit Zwiebeln und Tomaten gemacht. Einfach das. Salz, Pfeffer drauf. Dieses Feeling, Leute. Und natürlich nicht das Schwarzbrot, aber so von dieser Tomate, dieses Tomaten-Pfeffer-Feeling. Alleine für das wäre ich hierher gefahren. Fett zerläuft. Du merkst, dass Sprite fett ist. Das ist wirklich eine andere Liga. Also das ist eine andere Liga. Könnte ich sagen, besser wahrscheinlich nicht, aber es ist einfach anders. Es ist neu, es ist irgendwie heftig. Jetzt geht's ins Fleisch, jetzt geht's in die Röstung. Schöne, angenehme Röstung, lange anhaltender Fleischgeschmack, aber ganz geschmeidig. Nicht extrem kernig das Fleisch, so ein Mittelding. Schöne Wärme strahlt das aus. Also, wow, einzigartiger Fleischgeschmack, dadurch, dass wahrscheinlich das Dry Edge ist. Ich snack jetzt zu Ende und dann gebe ich Schein sein Feedback. Ich war schon undercover da und ich werde euch gleich auch den Undercover-Test zeigen. Und hier habe ich jetzt so getan, als wüsste ich noch gar nichts. Ich habe einfach den Döner so bewertet, als wäre es mein erster. Wir haben ein krass anderes Ergebnis, nämlich in einer Hinsicht zumindest. In einer Hinsicht. Der fetzt. Ultra heftig, ja. Also krank. Wir haben ja auch noch zwei wahrscheinlich Stammgäste. Ich bin jetzt das zweite Mal hier, ich komme aus Wiesbaden. Extra aus Wiesbaden, mein Lieber. Grüß dich, mein Lieber. Das Fleisch einfach Bombe. Moin, mein Lieber. Grüß dich. Das Fleisch ist krank. Ihr seht, das Ding ist voll. Das ist ein Ding, das braucht Reichweite, der Döner. Sag ich mit Ansage. Wir sehen uns bei Schein. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Also, ich gebe dir direkt mal Feedback. Ich habe ja eben zu dir, ich weiß nicht, ob wir es eingeblendet haben, gesagt, schon zum Schluss entscheidet der Undercover-Test, wo wir uns nämlich gleich sehen nach dieser Szene. Irgendwann. Das wird hier im Video natürlich aber eingeblendet. Ich kann nur sagen, vom Brot bis zur Tomate, übers Gewürz, über die Feinjustierung vom Pfeffer, es ist alles auf Millimeter geplant und ist einzigartig. Von der Konzipierung, vom Geschmack, ob es Tomate, Zwiebel, Fleisch ist, ist es aber was ganz anderes als jeder andere Döner. Wenn ich ihn jetzt so ranken müsste, ich blende das Ranking ein, die sind alle Undercover, das sind die Undercover-Ergebnisse, die ihr jetzt seht. Ne? Das hier ist ja jetzt als mit Kamera. Mit Kamera waren die anderen auch noch besser, das muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich würdest du den 9,2 kriegen, ich blende es hier nochmal rückwirkend ein, dafür muss ich echt stundenlang nachdenken. Aber so mit einer Kamera wärst du safe Top 3 deutschlandweit und vielleicht sogar die 1, da müsste ich jetzt gleich drüber nachdenken, weil das ist ein langer Prozess, aber du bist ganz oben, die. Ganz oben. Und ich hoffe für euch alle, Leute, wisst das zu schätzen, wenn ihr in Frankfurt seid, ihr müsst in die Bude einrennen. Egal, was jetzt undercover passiert, er hat das Potenzial, weil das kann immer mal Ausrutscher sein, hier und da, testet das. Gibt das Geld aus, das Ding ist teurer in der Herstellung. Er kann da nichts für, die Preise können da nur was für. Also testet oder ist das. Ist jetzt eins oder wo sind wir? Eins. Ja. Ich habe das Ding nur für die Eins gemacht. 13 Jahre Miete zahlen. Ja. Ich hab kein Business mehr, Bro. Ich muss noch weiter drüber nachdenken. Ich wollte dir erstmal das Feedback geben. Also du wirst es im Video sehen, nur da muss ich länger da richtig sacken lassen. Also wir sehen uns gleich im Undercover-Test. Du Schein, siehst es auch erst im Video dann. Geil, Bruder. Und ich hoffe, selbst wenn es nicht gut läuft, ich hoffe, du bist happy. Bruder, ich bin happy. Es reicht, dass du hier bist. Geil. Geil, Schein. So, so ein heftiger Döner. Eins. Sollte es sein. Wir sehen uns gleich bei der Cover-Test. Ich weiß, viele denken jetzt wieder übertrieben, aber ich lasse keine Zufälle hier über das Ergebnis entscheiden. Ich werde mir das Ding jetzt überhängen hier. Ich denke, ich kann da durchgucken. Es sieht vielleicht für euch nicht so aus, dass ich durchgucken kann, aber ich kann durchgucken. Ihr könnt jetzt live dabei sein, wie ich hier ein bisschen an der Cover-Session abziehe.
Gut, da ist gut was los. Ja? Die Kunst ist halt jetzt, wir müssen undercover bleiben. Deshalb, ich übertreibe hier nicht die Lage. Ich muss mal, wie gesagt, also es, wir müssen da ein paar Meter davor auch halten, damit er natürlich wie frisch aus der Hand ist. Also ich sag mal so, Richtlinie, der darf nicht länger als 60 Sekunden darf er transportiert werden. Dann muss ich reinbeißen. Da vorne an der Ecke, wo ihr das Weiße seht, da ist der Döner. Also es ist nicht weit weg. Über die Straße rüber, hier warte ich. Aber wir müssen warten, bis Regen aufgehört hat und dann geht das los. So, wir sind die G's, ja. Wir haben Regenschirm gefunden hier in der Dings. Das muss jetzt zum Standardrepertoire zählen, zum Mitnehmen beim Undercover-Test. Jetzt geht das los hier. Wir sehen uns direkt. So, da kommt der Agent. So, da ist der Kollege. Im ersten Moment sehr edle Röstung. Hält an vom Geschmack. Tomate merkt man alleine, hat eine sehr heftige Qualität. Das ist was ganz anderes als eine Standardtomate. Brot war ich erstmal, oh, weiß noch nicht, was ich zu sagen soll. Super Fettgehalt und sehr prägnanter weißer Pfeffer. Ich habe schon gehört, die haben weißen Pfeffer, da hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Ich wusste es nur einfach aus anderen Videos. Sehr butterigen Charakter auch. Ich glaube, sie buttern das nicht ein, aber irgendwie hatte ich einen richtig butterigen Charakter gerade. Das Brot hat einen unglaublich butterigen Charakter. Man merkt es direkt beim Reinbeißen. Sehr einzigartig. Der heftige Fleischgeschmack kommt durch. Das Brot, das habe ich noch nie beim Döner gehabt. Noch nie. Ich habe es höchstens bei Burgern gehabt. So eine Ecke hier lässt es erahnen. Ich finde, das hat von der Optik so eine Ähnlichkeit. Leicht so ein Milchbrötchencharakter. Leicht und eine starke Butterigkeit. Also es ist ein sehr heftiges, sehr, sehr heftiges Brot. Leichte Zitrone. Ich denke mich hier rein und dann kriegt ihr direkt die Bewertung von mir. Und auch was, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, was den einen oder anderen vielleicht schocken wird. Ich kann es immer wieder sagen, für mich inzwischen das Einzige, was zählt, ist ein Undercover-Test. Weil du mit Kamera einfach zu heftig den Bonus kriegst. Einzigartige Röstung, einzigartiges Brot, einzigartige Quali. Quali allein von den Tomaten, beim Reinbeißen. Also ich denke, es wurde jetzt oft genug gesagt, es ist alles Bio-Qualität. Das ist andere Liga. Es ist aber ein Problem beim Döner aufgetreten, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Und da muss ich euch noch im Allgemeinen sagen, bei High-Quality-Dönern, wenn ihr Japrak-Döner wollt, wenn ihr High-Quality wollt, ist es beinahe nicht vermeidbar, dass ihr mal eine Sehne haben werdet. Es ist nicht vermeidbar, es ist der Kompromiss, es ist das Tier, die Leute in der Produktion, ob es jetzt self-made ist oder nicht, wer nicht alle Sehne rauskriegt. Wer Quali will, muss sich mal mit einer Sehne abfinden. Das geht nicht anders. Bei diesem Döner war es leider zu viel. Es war leider zu viel. Ich habe sehr viele Sehnen gehabt und das hat so den Gesamteindruck leicht runtergezogen. Fleischquali auch mega. Also ich habe geile Fleischmomente auch gehabt. Auch diese Röstung für sich. Röstung ist nicht gleich Röstung, war einzigartig. Aber ich komme leider nicht über eine 8,3 hinaus. So gern ich würde, weil die Quali so heftig ist und ich will das supporten. Und ich kann euch nur sagen, ich kann nur dieses Mal werten, aber ich könnte wetten, an beinahe jedem anderen Tag ist das nicht so. Und das ist ein Döner, der gehört zu den Besten. Der hat 1000 Geschmäcker gehabt. Dieses Dry-Age-Ding, das ist Game-Changer. Ich küsse eure Herzen. Ich hoffe, ihr feiert meine Ehrlichkeit an der Stelle wieder. Aber es geht nicht. Ich würde so gerne mehr geben. Der rennt dem mal die Bude ein. Glaubt mir, der Mann hat das verdient. Der wurde fast kaputt gemacht vom Großkonzern. Der hat hier ewig Miete gezahlt. Der ist wahrscheinlich fast pleite gegangen. Würde mich freuen, wenn wir mal wieder die Power meiner Community beweisen, weil die ist in Deutschland einzigartig. Ich weiß es, wie oft wir schon Läden mit 2-3 Stunden Wartezeit gesprengt haben. Ich küsse eure Herzen. Lasst mir gerne einen Daumen oben da und einen Kommentar, was ihr zum Video sagt und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.